Fast 5000 Euro. Na, ich habe diese Software verwendet bei Beton Value. Okay. Und dann brauchst du nicht viel Zeit, du brauchst 20 Minuten, wenn überhaupt. Du suchst dir die Quoten aus, die du möchtest. Und dann, ich zum Beispiel schaue auf die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie hoch die ist. Wenn die über 50% ist, dann spiele ich die immer meistens an. Ja. So, grüß dich, Tichy. Hallo, Daniel. Herzlich willkommen auf der Gewinner Couch. Danke. Ich bin unser erster Teilnehmer, der hier die Ehre hat, Platz zu nehmen. Und herzlich willkommen auch an alle, die hier unserem Interview folgen. Ich habe heute hier den Tichy aus Wien zu Gast. Und der Tichy hat eine sehr interessante Geschichte zu erzählen im Zusammenhang mit Sportwetten. Und da habe ich eben hier ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ja. Vielleicht kannst du dir mal ganz kurz vorstellen, wer du bist. Ich bin der Tichy aus Wien, wie gesagt. Ja. Betreibe Sportwetten seit 4 Jahren ungefähr. Ja, kommt hin. Und habe immer versucht, Gewinne zu machen. Ja. Okay, seit 4 Jahren. Wie war das bei dir? Du hast vorher, bevor du uns kennengelernt hast, wie lange ist es jetzt eigentlich her, seit du uns eigentlich kennst? Ich habe immer YouTube-Videos geschaut von dir seit 2016. Ja. Okay, also doch schon sehr lange. Oder 15 schon, ja. Kannst du dich erinnern, welches Video das erste Video von mir? Das erste Video warst du, wo du mit einem deutschen Reporter gesprochen hast, der so eine Glatze gehabt hat. Und ja, der hat dir Fragen gestellt, wie du angefangen hast damit. Ja. Ah, okay. Weißt, was ich meine? Genau, da werden wir ein Interview machen. Ja, genau. Mit einem Debattenprozessierer, der hat selber einen Blog und so weiter. Und da haben wir ja über 2 Stunden über das Thema Sportwetten nochmal diskutiert. Und okay, mal danke fürs Feedback. Wie war das eigentlich im Zusammenhang mit Sportwetten? Da wollte ich immer meine Meinung schlagen, habe immer auf die Statistiken geschaut. Ich war ziemlich erfolgreich damit, manchmal weniger, manchmal mehr. Aber es gab immer so Up and Downs und das wollte ich vermeiden. Ja, das war's. Dann hast du uns entdeckt. Was war eigentlich die Intention, dass du wie du uns besucht hast? Du wolltest eigentlich verändern. Ich wollte mich nur beschäftigen damit, was wirklich dahinter steckt, ob das wirklich so leicht ist, wie alle sagen in der Werbung. Ich habe mir auch gedacht am Anfang, die Sports Betting Academy brauchst du nicht, du musst ja nur wetten. Und ja, falsch gedacht. Und dann hast du angefangen, Ausbildungen von uns zu absolvieren. Das heißt, du hast die ganzen Kurse von uns durchgearbeitet. Und was hat sich seitdem für dich verändert, seit du das machst? Ich habe die Kurse durchgearbeitet und alles intensiv durchgemacht und habe das alles versucht. Ich bin draufgekommen, ich war viel zu hastig immer mit meinen Entscheidungen, ich wollte auf einmal immer zu viel und musste immer Stück für Stück nach vorne schauen. So. Ja. Okay. Du hast ja bei uns gemacht den Minikurs, den Basiskurs, den Aufbaukurs, das Live-Coaching-Programm, das ist ja eigentlich das komplette Sortiment. Du warst auch bei der Büroeröffnung da, du hast immer wieder zusammen in die Wettbüros gegangen, sind was mit dabei. Du bist ja auch ein Teilnehmer von der Stunde 1, die Academy. Und was jetzt da uns alle interessiert ist, was hat letztes Monat für Sportwetten gemacht mit dir? Fast 5000 Euro. Fast 5000 Euro. Kannst du mal kurz erklären, was du da gemacht hast, wie du es gemacht hast? Ich habe
diese Software verwendet bei Beton Value. Okay. Und dann brauchst du nicht viel Zeit, du brauchst 20 Minuten, wenn überhaupt. Du suchst dir die Quoten aus, die du möchtest. Und dann, ich zum Beispiel schaue auf die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie hoch die ist. Wenn die über 50% ist, dann spiele ich die immer meistens an. Ja. Ja, da die Chance höher ist. Aber man weiß nicht, ob es kommt. Das heißt, die Software zeigt dir auf deiner Seite die Eintrittswahrscheinlichkeit an und auch Wettquoten über die Eintrittswahrscheinlichkeit. Genau. Okay, und bei welchem Buchmachen machst du das? Dafür hast du dich dann konzentriert. Bei Cashpoint mache ich das. Bei Tipico mache ich das. Und bei Bet365. Ja. Okay. Und jetzt, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, das sind 6.000, 5.000. Wie hoch spielst du da im Schnitt pro Wette? Ist das jetzt Einzelwette? Sind das jetzt Kombinationswetten? Wie kann man sich das Ich spiele mit 100 Euro. Ich spiele maximal eine Dreierkombination. Aber auf was ich drauf gekommen bin, es ist besser, wenn du eine Zweierkombination spielst mit wirklich guten Quoten, reicht schon aus, dass du schöne Gewinne damit machst. ich kann mich erinnern, dass man das auch auf Fotos geschickt hat, wo du, ich glaube, mit 100 Euro im Schnitt so auf dem Einsatz, ja. Ja. Die letzte Wette war über 1000 Euro. Was Ja. kostet man das denn? 1400 passt mir den. Okay. Sicherst du deine Wette ab oder bist du am Zug? Manchmal lasse ich es durchlaufen, manchmal sichere ich ab. Aber absichern wäre am besten, ja. Zum Beispiel, ich mache es immer so, wenn ich die Wette gewonnen habe und bei der Börse verloren habe, dann zahle ich das zurück vom Wettgewinn. Ja. Okay. Und wie ist es jetzt da, diese 5.000? Sind die jetzt da rein nur mit Cashpoint-Wissen oder hat das auch mit der Wettbörse irgendwie kombiniert? Das war jetzt nur Cashpoint. Ja. Okay, das ist so rein nur bei Cashpoint über 5.000 jetzt macht selbst im Monat. Ja. Und tradest du auch auf der Wettbörse? Ja, ich versuche während der Woche zu traden auf der Wettbörse so zwei Spiele pro Tag. Wenn ich im Plus bin, ist gut. Ja. Okay. Was ist deine Mission für die Zukunft im Gesamtwettbewerb? Mission ist, ein schönes Nebeneinkommen zu haben. Ja, Leben davon wünscht sich jeder, es ist schwer, aber es ist möglich, aber Okay, mit welchem Denkrohr bist du hier? also auf der Wettbörse oder genau. Generell, also wie viel hast du dazu für dich zur Verfügung? So 10.000 Euro ungefähr. 10.000. Ja. Ja, mega. Also, danke auch, dass du da so immer redest. Und auch für euch, wenn ihr das einmal erleben wollt, so wie der Tiki, dass ihr da hier schon einen Einschnitt macht. Das war auch das Ziel von der Sport Trading Academy, dass ihr das eben einen Einschnitt machen könnt und einen Einschnitt lösen könnt. Das Thema des professionellen Sportwettens. Was ist da dein Ratschlag für alle, die uns jetzt zuschauen? Also mein Ratschlag an alle, nicht zu viel auf einmal wollen. Du kannst nicht mit 100 Euro 5.000 Euro gewinnen, das geht nicht. Du musst immer so für Stück denken, so machst vom 100 Euro 700, 800 oder 1.000, ist schon perfekt. Und dann steigerst du dich immer. Und immer nicht mehr als drei Kombinationen zu spielen. Am besten wäre nur zwei, weil du mit drei Kombinationen auf der Wettbörse, wenn du sie absicherst, brauchst du viel mehr Geld als mit zwei. Das heißt, du bist auch vom Wissensstand so weit, dass du Kombinationswetten absichern kannst. Inzwischen. Ja, ja. Wie viel von deinem Bankroll, weil du jetzt hier einen sehr guten Tipp gibst mit Bankroll-Management,
Wie viel von deinem Bankroll nimmst du maximal in einer Wette? Also bei der Wettbörse maximal 3%. 3%. Ja. Was würdest du zu jemandem sagen, der mit Sportwetten schon sehr viel Geld verloren hat? Was ist bei deinem Nachschlag an die Person? Jetzt auf das Medium Sportbetting Academy aufmerksam. Hört's den Daniel wirklich zu? Er spricht nur die Wahrheit. Und das ist so. Es zählt nicht deine Meinung, es zählt nur die Quote und die Eintrittswahrscheinlichkeit. Ja. Und die Schulungsvideos, wie du die Wetten absicherst, das müsst ihr euch tausendmal ansehen, auch wenn es noch so trocken ist. Aber es wird sich auszahlen. Man muss wirklich durchhalten. Ich habe auch lange gebraucht, ich habe auch lange gezweifelt an mir, ob ich das überhaupt weitermachen soll, ob ich so viel Geld investieren soll. Aber es lohnt sich, wenn du das wirklich professionell machen willst und nicht nur aus Gaude. Weil wir wissen alle, wie die Lage auf der Welt jetzt ist. Ja. Super, danke noch einmal auch für das, dass du heute gekommen bist. An euch weiterhin viel Erfolg mit euren Wetten. Wenn ihr Fragen habt an Tiki, werden wir so machen, unter dem Video könnt ihr dann Kommentare schreiben. Und da wirst du sicherlich dann Frage und Antwort stehen zum Zusehen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, wie das der Tiki gelernt hat, findet ihr auch alles in der Videobeschreibung, wie ihr auch und kostenlos zuerst einmal kennenlernen könnt ihr jetzt auch in der Videobeschreibung. Also beschäftigt euch auch mit dem Thema, was wir hier für euch zur Verfügung stellen. Hier noch einmal recht herzlichen Dank, dass du gekommen Danke, bist. danke, Alles danke, Gute danke. weiterhin Dir auch, und danke. ich wünsche euch Tschüss. alles Gute und bis bald.